sprechen. Rainer Wittmann vom BZÖ ist der nächste Redner. Alles Gift auf den Feldern irgendwann zum Menschen zurückkommt, wenn man Honig isst, wenn man Speisen isst, Getreide, Brot isst, ist ganz klar. Das nennt man Nachhaltigkeit, Herr Landwirtschaftsminister. Und ich frage Sie, welche Biene oder welche Agrarwespe oder Chemiewespe hat sie denn gestochen, als sie in Brüssel draußen gegen das Bienengiftverbot gestimmt haben? Welche Biene war das? Und man kann den Bienen nur empfehlen, Bienchen, Bienchen, mach noch schnell Summ, denn dieser Landwirtschaftsminister bringt dich um, Herr Minister. Und das wissen wir seit Jahren. Es gibt ein zig Dutzend Studien, die das bestätigen, von der EFSA, von der Europäischen Agentur, vom Umweltbundesamt in Österreich, von der AGES. Es gibt entsprechende Studien. Sogar die Studie, die Sie von Mitteln mit Chemiekonzernen mitfinanziert haben lassen, bestätigt die Giftigkeit dieser sogenannten Neonicotinoide, die sich entsprechend negativ auf den Menschen auswirken. Und Kollege Huber hat es bereits ausgeführt. Er war damals 2010 der Erste hier im Parlament, der ein Verbot dieser Gifte gefordert hat. Und wir vom BZÖ waren die Ersten, aber das soll jetzt nichts heißen, die auch entsprechende Anfragen gestellt haben. Und sie haben also 3-4 Jahre Zeit gehabt und müssen sich heute von ihrem Koalitionspartner anhören lassen, dass sie nichts getan haben. Ja, wo war denn die SPÖ in dieser Zeit? Wo waren Sie, Herr Minister, in dieser Zeit? Sie haben uns immer nur vertröstet. Und daher denke ich, dass man hier wirklich endlich einmal Taten setzen muss und dieses Verbot beschließen muss. Und wir laden Sie ein, das auch zu tun. Ein entsprechender Antrag wird auch von uns heute eingebracht. Aber ich verstehe auch die Grünen nicht ganz, auch wenn wir in der Sache eins sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie machen eine Koalition in Tirol mit der ÖVP, legen sich dort mit der ÖVP ins Bett. Sie machen eine Koalition voraussichtlich mit dieser ÖVP, der Binnenmörder-ÖVP, in Salzburg. Und Sie machen eine Koalition seit Jahren, wo Sie auch nichts weiterbringen, in Oberösterreich mit dieser ÖVP. Und Sie stellen sich hier heraus und machen gegen diese ÖVP mobil. Na was jetzt? Also, das muss man schon wissen. Wer grün wählt, hat diese ÖVP im Bett. Oder umgekehrt, wer ÖVP wählt, hat die Grünen im Bett. Aber Ihnen ist offenbar der Futterdruck zur Macht wesentlich wichtiger und die Schleimspur zur Macht, als wie die Sachpolitik in diesem Land, um mir das weiterzubringen. Und Herr Minister, Sie sind ja wirklich nicht nur als Umwelt, Sie sind auch als Landwirtschaftsminister längst rücktrittsreif. Ich denke an das Versagen in der Atompolitik. Ich denke an das Versagen beim Biodiesel. Wir haben das länger diskutiert. Bei der Schweinehaltung, wo Sie auf den Druck der Tierschützer und auch der Volksanwaltschaft aktiv geworden sind, um die Tierchen zu schützen. Ich denke an die umstrittenen Inserate. Von Ihren Ressort aus fast 30 Millionen in 6 Jahren, wo da jetzt immer nur Ihr Konterfei drauf war. Da fragt man sich um den umweltpolitischen Mehrwert. Ich denke an die Homepage von 4 Millionen, die es um 90% billiger hätte geben können. Ich denke, und jetzt kommt an die Agrarpolitik. Wo sind denn die geschädigten Almbauern bei den Flächen, die jetzt, denen die Rückzahlung droht, sogar von Förderungen? Die haben Sie auch im Stich gelassen. Sie haben die Bauern im Stich gelassen bei dem Agrardiesel. Und Sie haben die Bauern im Stich gelassen auch beim Führerschein. Jetzt muss jeder Bauer mit dem Führerschein aus dem Feld rausfahren, wenn er beim Hof hinauskommt. Also das alles haben Sie den Bauern angetan. Und Sie haben die Bauern im Stich gelassen, als es darum ging, die Bauern rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass das Aus dieser Umweltgifte auf den Feldern kommen wird müssen. Das wissen Sie seit Jahren. Auch da haben Sie die Bauern im Stich gelassen. Und dann sind wir beim Bienenskandal, bei der Bienenaffäre. Und Sie weigern sich, das Verbot rechtzeitig umzusetzen. Sie pochen auf ein Amtsgeheimnis, das in diesem Fall überhaupt nicht greifen kann, weil das Umweltinformationsgesetz hier ganz etwas anderes vorsieht. Daher wollen wir, und das werden wir beantragen, ein Verbot dieses Bienengiftes haben, auch für das Wintergetreide, weil es entsprechende Alternativen gibt. Wir wollen, dass die Bauern rechtzeitig aber vorbereitet werden durch entsprechende Informations- und Fördermaßnahmen. Wir wollen eine echte Bauernbefreiung, eine Bauernbefreiung aus dem Griff dieser ÖVP, die wiederum im Griff der Agrarkonzerne und Chemiekonzerne steht. Das ist die Bauernbefreiung, die dieses Land braucht. Wir brauchen eine Reform des Umweltinformationsgesetzes, wo wieder der Bürger und die Information im Mittelpunkt stehen und nicht das Amtsgeheimnis von Spekulanten, von Banken, von Gewinnmachern. Und wir wollen endlich eine Trennung des Landwirtschafts vom Umweltministerium. Herr Minister, bei uns steht auf der Hülle drauf Umweltministerium. Aber drinnen ist in Wahrheit sind die Lobbyisten und Freunde der Agrar- und Chemiekonzerne. Das haben sie wiederholt durch ihre Inseratenkampagnen, auch in der Bauernbund-Zeitung, bewiesen. Der Herr Minister, treten Sie zurück. Wir brauchen wirklich keine Binnenmörder auf der Regierungsbank. Eine Reform des Umweltinformations.